Und damit startet die Rückrunde. Hannover 96, unser Gegner, in der Hinrunde 3:2 verloren. Mal gucken, wie es hier heute läuft. Und sofort ein Foul, aber Nasri. Nasri. Aber Miller hat das Ding. Miller? Markus Miller? Kenne ich gar nicht. Naja, gut, Zieler ist ja auch weggekauft worden von den Bayern, nachdem wir ihnen Neuer abgekauft haben. Vidal versucht an Schlaudraff vorbeizukommen und kriegt er den Ball. Nein, kriegt er nicht, Schlaudraff! Aber Neuer pariert, wunderbar. Ist Neuer eigentlich jetzt unsere Nummer 1? Nee, ist er gar nicht. Das müssen wir doch nach diesem Spiel unbedingt ändern. Oh, Luis kommt da nicht dran, aber Marcelo, der übrigens vor seinem 200. Ligaspiel steht, jetzt nicht nur bei uns natürlich, ne, das wäre ein bisschen komisch. Suarez kommt durch, lupft rein und es steht 1:0. Richtig gut, so muss das anfangen. 1:0 für den FC Schalke. Ha, geil. Aber es ist sind erst 8 Minuten gespielt. Da ist noch längst nichts entschieden. Jakonan auf das Silva Pinto. Auf Schlaudraff. Auch schon so ein Urgestein. Schlaudraff. Jakonan hätte da vielleicht noch mit dem Kopf drankommen können. Aber jetzt Nasri auf Suarez. Lässt den Ball abnehmen. Luis. Auf Suarez wieder. Schmiedebach auf das Silva. Das Silva, vor allem das Silva. Nasri. Ach ja. Ich bin echt gespannt, was in dieser Rückrunde vor uns drin ist. Oh, was war. Ja, das sollte, glaube ich, eine Hereingabe werden, aber. Naja. Hätte man mehr rausmachen können. Einwurf für Hannover. Das Silva köpft auf Husti. Jetzt gibt es Einwurf für uns. Unser Jogginghosentrainer. Ach ja. So, ich habe mal das Mikro ein bisschen weiter weggenommen. Nicht, dass ich euch so ins Mikro schreie. Einwurf. Ach, wird nix. Husti kommt an den Ball. Und oh, schöne Vorlage für Schlaudraff. Der ist durch. Nur noch Neuer. Und da ist das 1:1. Jan Schlaudraff. Zack, da ist das Ding drin. Oh. Würden wir das hier verlieren, würde ich schon die Meisterschaft als abgehakt sehen. Also, weil wir müssen eigentlich jedes Spiel gewinnen, um noch mit Bayern irgendwie mithalten zu können. Und Bayern muss zweimal patzen. Und da ist es 2:1. Suarez mit seinem zweiten Tor. Nicht im Wettbewerb, aber im heutigen Spiel. Das kann ja was werden. Ribéry mit der Vorlage. Und Suarez mit dem 2:1. Richtig gut. Es läuft doch. Aber da müssen sie auch weiter gegenhalten. Stindl gibt rein. Und da ist einer durch. Und oh, gut. Einwurf für uns. Philipp Lahm. Eine erste Saison beim FC Schalke. Es wäre eigentlich richtig geil, wenn wir ausgerechnet mit der Mannschaft, ja okay, mit dieser Mannschaft jetzt die Meisterschale in dieser Saison holen würden. Aber da bin ich nicht so euphorisch wie im DFB-Pokal bzw. Champions League, weil das wäre dann schon doch wieder eine Ecke geiler. Champions League wäre natürlich das Nonplusultra. Aber dafür müssen wir erstmal St. Petersburg schlagen. Jetzt hustet sie mit der Vorlage. Doch, den hat Neuer. Der Topkeeper. Deutschlands Keeper Numero Uno. Hust sie. Oder wird er anders ausgesprochen? Ich weiß, ich sage einfach hust sie. Jetzt, oh. Jakonan. Und da ist es 2:2. Da ist das 2:2. Scheiße. Nicht Schalke. Und da, ja, Jakonan mit dem Anschlusstreffer und Robben auf Suarez.
ist dadurch. Kommt er noch an Douglas vorbei? Nein. Oder Douglas. Schlau drauf. Jetzt soll der nicht noch den Führungstreffer schießen. Das wäre bitter. Schalke. Da ist Khedira. Der gibt weiter. Ja, auf Rausch. Den hat Neuer. Gut. Es wird noch knapp. Wenn ich mir das so angucke, dann ist hier echt noch gar nichts entschieden. Ribéry. Geh doch nach vorne, Watzer. Ribéry, Ribéry. Und Ribéry lupft das Ding rein. 3:2. Also mehr Tore als im Hinspiel haben wir auf jeden Fall schon mal geschossen. Haha, es ist so geil hier. Da setzt er sich durch und lupft das Ding ins Tor. Einfach geil. Schmiedebach auf Jakunan und sie sofort wieder am Anfang. Das ist ein Schlagabtausch. Die Abwehr, beide Abwehr rein oder generell beide, ja doch die ganze Abwehr im Spiel, ob es jetzt bei Schalke ist oder bei Hannover, muss sich eigentlich an den Kopf fassen, dass hier ein Tor nach dem anderen fällt. Jetzt hier mal die erste Chance, die glaube ich nicht reingeht. Es steht 3:2 für Schalke zur Halbzeit, könnte man sagen. Neuer mit dem Abstoß. Jo, zur Halbzeit steht es 3:2 für uns. Obwohl Hannover ein paar mehr Chancen hatte. Wie steht es denn bei Bayern? 0:0 gegen Fürth, das ist gut. Das ist sehr gut. Dortmund 4:0 gegen in Bremen. Gladbach ebenfalls auch 0:0. Super, bis jetzt läuft alles für uns. Zwar wirklich alles. Wir gehen mal hier kurz rein. Ja, komm, ihr müsst das Ding heute gewinnen, Freunde. Ab jetzt muss nach vorne gleich werden. Ah, komm. So, motivieren, motivieren. Alle relativ fit. Bin ich ja gar nicht gewohnt. Nase kriegt auch noch eine Massage. Und dann geht's sofort weiter. Ich wechsle erstmal gar nicht. Ich finde das Spiel so ganz unterhaltsam. Ich halte den Mauszeiger mal oben links in der Ecke, damit ich mir im Notfall ganz schnell auf die Taktik und auf die Aufstellung wechseln kann. So, Ribéry. Da unten Luis. Ah. Schmiedebach auf Schlaudraff, das kommt an. Oh, Schlaudraff. Vidal. Super. Neuer. Da hat er gut gerettet. Es ist schon... Ich bin mit ihm wirklich... Also das war so ein Wunschtransfer. Ich fand es auch schade, aber dass ich nicht am Anfang der Saison sofort holen konnte. Aber naja, besser spät als gar nicht. Oh, der sollte auf Ribéry gehen. Der kam nicht durch. Jetzt Khedira. Auf Nasri. Auf Suarez. Und auf Ribéry. Na... Hummels. Hummels. Ah, oh, was war das? Jetzt fehlt er hinten. Jetzt fehlt er hinten. Und Luis alleine. Das kann doch nichts werden. Hust sie. Oh, da unten ist, schätze ich mal, Jakunan. Da sind sie zu dritt. Und da ist... Elfmeter. Ja, da gibt es Elfmeter. Oh, oh, oh. Komm, Neuer. Es steht 3:3. Ich glaube, ich packe Torres rein. Torres. Kann er eigentlich auch rechts spielen? Mit einer 81? Doch, kann er. Dann packe ich Hazard mal für Robben rein. Ob die da noch großartig was reißen können, weil ich kann nicht darauf hoffen, dass die jetzt hier immer wieder ihren Abschlag haben, von wegen... 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, jetzt, ja, 4-3 muss auf jeden Fall noch kommen. Jetzt Eden Hazard und Fernando Torres. Entweder hat der Haarausfall oder die Haare sind einfach nur verbuggt. Aber egal, das habe ich glaube ich schon mal gesagt. So, auf Torres. Auf Ribéry. Läuft durch, da vor. Ah! Das hätte noch schön zur Hereingabe werden können. Jetzt Khedira. Auf Ribéry, auf Torres, der ist da und es steht 4:3.
Ich frage mich, wie das hier noch enden soll. Einfach geil. Einfach geil. Gladbach führt übrigens 2-0 in Hoffenheim. Und das hier ist ein Schützenfest, egal in welcher Hinsicht. 7 Tore und es steht 4-3. Da Silva auf Jakonan und Khedira kriegt da den Ball. Super, jetzt Torres. Jetzt ganz schnell noch das 5-3 machen, damit das hier endlich mal auch eine komfortablere Führung wird, als wie es bisher ist. Jetzt Torres. Torres, aber da ist Miller. Oder Mila. Ne, Miller. Ich glaube Doppel-L, ne? Jo. 68 Minuten gespielt. Das ist hier ein Hin und Her. Hand. Oder was gibt's? Unsere Nummer 37. Ja, ich glaube, war Hand. Jetzt Wechsel auf Hannoveraner Seite. Husti kommt geht raus. Nikchi kommt rein. Vidal. Der sollte auf Torres gehen. Jetzt allerdings wäre Nikchi. Erster Ballkontakt, könnte man sagen. Und Hazard. Auf Torres. Der geht auf Ribéry. Jetzt wieder auf Torres. Und da Stindl fängt den Ball ab. Khedira auf Torres. Sich da durch. Foul. Freistoß. Verschwinde. Schmiedebach. Auch bei dir scheinen die Haare irgendwie Disco zu tanzen, in der Disco zu tanzen. Gute Freistoßposition. Jetzt komm. Ribéry, ah, war so eine gute Chance. Luis, jetzt Jakonan. Nein. Nein. Komm, 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 weg da hinten. Vidal auf Khedira. Der geht hoch auf Hazard. Torres, und da ist das. 5-3. So muss das. Ich finde die Torhymne geil. Direkt fast genommen und drin ist das Ding. So, jetzt wechseln wir auch nochmal. Wen hauen wir raus? Alaba für Ihmchen hier. 5. Oh, das ist Torres, der bringt es. Also, reingekommen, 2 Tore insgesamt schon erzielt. Und jetzt müssen sie es nur noch irgendwie über die Zeit bringen. 5-3 ist ein Top-Ergebnis. Oh, den hat Neuer. Das war... war ja schon richtig knapp. Jetzt Vidal auf Nasri. Der wieder auf Torres. Komm. Ah, schade. Ich wollte gerade sagen, Hattrick, das wär's doch noch. Ah. Hätte Hazard noch das 6-3 machen können, dann wäre das Ganze hier auf jeden Fall gegessen. Das ist der Abstoß. 86. Minute. 4 Minuten noch zu spielen plus Nachspielzeit. Marcelo. Da oben ist Lahm. Oh, der... ich dachte schon, der wird den Ball verlieren. Jetzt Luis. Auf Nasri. Auf Khedira. Der kommt da dran vorbei und... Torres. Foul. Jo, das gibt wieder Freistoß. Dortmund führt 5-0 in Bremen. Oh, oh, oh. Einzig, was wichtig ist, wir haben die Bayern gespielt. Wenn Bayern irgendwie nur verliert oder 0-0 oder ein Unentschieden irgendwie... dann sind wir schon mal wenigstens ein bisschen näher dran, ne? Und au! Oh, Handspiel von Torres im Strafraum da. Schöner Freistoß war das. Zack. Und ja. Naja. Ist egal. Ist Zeit für uns. Torres. Hummels. Auf Nasri. Der spielt auf Alaba. Hereingabe von Alaba auf Torres, aber na, der Kopfball war ein bisschen unglücklich, aber egal. Es steht 5-3, die 3 Punkte scheinen sicher, jetzt sind sie sicher. 3 weitere Punkte für unser Konto und ich bin gespannt, wie die Münchner gespielt haben. Und unser Trainer hier, er freut sich, der El Pair. Er ist ja nicht El Pair, sondern El Pair. Ach, geil. Super, so muss das laufen. Und die Bayern. Und die Bayern haben nun unentschieden gespielt. Das ist super.
Ach ja, geil. Das war auf jeden Fall ein Spieltag für uns. Und ich würde jetzt erstmal gucken, gerne, wie es so jetzt in der Tabelle aussieht. 2 Punkte müssten wir gut gemacht haben. Und das haben wir. Nur noch 2 Punkte trennen uns vom FC Bayern. Das ist richtig gut. Gegen wen spielen die in der nächsten? Gegen Stuttgart. Oh, die Stuttgarter, wo sind sie? Wo sind sie? Auf dem 11. Die können uns vielleicht da noch ein bisschen... Ihr wisst, was ich meine. Wenn die nur einen Punkt bekommen, dann sind wir punktgleich. Und dann werden wir auf jeden Fall an denen vorbei. Weil wir insgesamt 58 Tore geschossen haben. Gut, wir haben mehr Gegentore. Aber unsere Tordifferenz ist trotzdem noch besser. Stimmen. Ich bin sehr zufrieden mit der gesamten Mannschaftsleistung. Mein Team ist heute die richtige Mischung aus Kampf, Einstellung und guten Fußball gefunden. Ach, hat gefunden. Ah, okay. Spieltagsstatistik. Super. Guck mal, zwar unsere beiden unter den Top-Torschützen. Oh, die Dortmunder, die haben ja richtig zugelegt. Hilfe. Gut, und wir mit Ribéry drin in der Mannschaft des Tages vertreten. Wir sind die viertbeste Mannschaft, also was Fairness angeht. Ich mag die Musik im Hintergrund. So! Ein 5 zu 3. Das ist mehr als gut. So. Ein Angebot für Mario Götze wurde abgelehnt. Ach, als ob ich hier Leute verkaufen würde. Und unsere Reserve hat 4-0 gewonnen. Das ist richtig gut. Es läuft wunderbar gerade noch... Schweinsteiger ist noch 9 Tage verletzt. Dann speichern wir an der Stelle erstmal. Und die nächsten 2 Spiele gibt es leider im Textmodus. Gegen Bayern dann wieder im 3D-Modus. Ja, so lasse ich es jetzt erstmal laufen. Also Augsburg und Fürth gibt es beides mal Textmodus. Dann Bayern 3D-Modus. Was ruckelt das denn jetzt? Ja, ist klar, wo es am wenigsten Leistung braucht, da ruckelt es dann. Mainz gibt es dann nochmal Textmodus. St. Petersburg 3D, Düsseldorf Text, Bayern 3D, Wolfsburg Text, Dortmund Text. Ne, Dortmund 3D, Zenit wieder 3D. Ja, und dann müssen wir gucken, wie weit wir in den anderen Wettbewerben kommen. Gut, ich würde mich dann an der Stelle bedanken fürs Zugucken. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir uns auf Augsburg vorbereiten und auch gegen Augsburg im Textmodus spielen. Danke fürs Zugucken und bis dahin. Tschüss!